Was wollte ich sagen? Mir ist vorige Woche mein Sohn gestorben. Woran ist er gestorben? Juden, Grüße, mit dir schon, Jesus. Sie sagen also, er ist nicht hier. Ich weiß es nicht, wovon Sie sprechen. Abscheulich sind Sie. Ekelhaft. Ja, Sie sind ekelhaft. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das Ihnen endlich ins Gesicht sagen kann. Pascha merkte, dass Sie auf dieser Dame mit dem zornigen Blick und weißen langen Fingern den Eindruck von etwas widerlichem und hässlichem machen musste. Und so bekam sie das Gefühl der Scham für ihre roten, runden Wangen, für ihre Sommersprossen auf der Nase, für ihre Stirnfransen, die sich nicht hochkämmen ließen. Wo ist mein Gatte? Ja. Bitte schön. Ich bitte nicht um Almosen. Ich bitte darum, was ich Ihnen gebe. Was Sie aus nur so mir Lage aus meinem ganzen Haar aufgepresst haben. Aus diesem armen und schwachen Menschen. Die Sachen. Geben Sie mir die Sachen. Ich erniedrige mich. Wollen Sie, dass ich mich vor Ihnen niederknie? Mir ist vorige Woche mein Sohn gestorben. Ja, wir müssen alle irgendwann sterben. Komm, fahr zu jetzt, ja? Du bist es. Chevalier, wie kommst du denn hierher? Die Weiber aus dem Dorf gehen hier Eis angeln. Da bin ich mitgegangen, Igor Lassic. Angeln tue ich, Igor Lassic. So. Schon lange habe ich sie nicht mehr gesehen, Igor Lassic. Seit sie zu Ostern in unser Haus kamen, um Wasser zu trinken, habe ich sie nicht mehr gesehen. Zu Ostern haben sie noch kurz vorbeigeschaut. Und auch das, Gott weiß wie. Betrunken waren sie, haben mich ausgeschimpft, geschlagen und sind weggegangen. Und ich habe gewartet, habe mir die Augen ausgeguckt. Wenn sie doch noch einmal kommen würden. Ja, was stehst du noch rum? Setz dich auch. Das klingt aber nach keiner gescheiten Arbeit. Für die Leute ist das ja so wie eine Macke. Aber für Sie, richtige Arbeit, echtes Handwerk. Das verstehst du nicht so dumm, wie du bist. Hast früher nicht verstanden und wirst auch niemals verstehen, was für ein Mensch ich bin. Leben Sie wohl, Igor Vlasic. Mir ist vorige Woche mein Sohn gestorben. Wie spät mag es sein, mein Lieber? 10. Dann fahre doch schneller. Sheriff Jevgravovich, ein kleiner Grundbesitzer aus einer Popenfamilie, stand in der Ecke vor einem kupfernen Waschbecken und wusch sich die Hände.
Bart und Bart. Was für ein Wetter. Es ist kein Wetter, es ist eine Strafe Gottes. Schon wieder schneit's. Endlich, bevor die Brei aufgetragen wurde, räusperte sich der Student entschlossen und sagte: Ich brauch doch Geld! Hier, nehmt alles! Raubt mich aus! Erwürgt mich! Presst alles aus mir heraus! Fasst mich an der Kehle und erwürgt mich! Nimm mir das letzte Hälfte vom Leib! Nicht das Leib! Ihr habt euch meine Folge gefressen und vorgedrungen! Jetzt nimmt auch noch das Geld! Ich bin auch kein Lass mich mal bleiben! Vater, ich bin doch auch Schwein! Früher konnte ich solche Szenen ertragen, aber ich bin es nicht mehr gewohnt, verstehen Sie das? Schwein! Ich gehe in meine Quelle, du hast so teuer meine Quelle! Du Schuft, weißt du, was du mich kostet? Leg wohl. Das Geld liegt auf dem runden Tisch. Ich weiß es. Ich sehe es. Denkst du, ich kapiere nicht zum Kuckuck mit dir? Was weißt du denn? Fragte die Küsterin, ohne die Augen vom Fenster abzuwenden. Ich weiß, dass das alles dein Werk ist. Dein Werk. Ja, dieser Sturm und dass die Kutsche herumgewirbelt wird. Das hast alles du getan. Du bist wohl übergeschnappt, Trottel. Das merke ich schon lange an dir. Schon gleich nach der Hochzeit am ersten Tag wusste ich, dass Hexenblut in dir fließt. Aber verfluchtes Judas bist du nicht. Na, wenn du wirklich ein Mensch und keine Hexe bist, hättest du dir doch überlegen können und deinen menschlichen Verstand einsetzen. Was ist, wenn das nicht der Jäger, der Meister oder der Unteroffizier waren, sondern der Teufel selbst in ihrer Gestalt? Wenn du das Flecken übersiedeltes Gesicht trug noch die Anzeichen des eben erlittenen Schmerzes und der Furcht. Mit dem schmelzenden Schnee in den Augenbrauen war dieses Gesicht da. Sind Sie schon lange verheiratet? Am Fastnachtssonntag sind es schon 4 Jahre gewesen. 4 Jahre? Ne? Mein Vater war hier früher Küster. Und als es mit ihm zu Ende ging, Gott hab ihn selig. Oh. Da wollte er, dass ich die Stelle hier behalte. Aha. Und fuhr zum Bischofsamt. Und bat, dass man mir einen unverheirateten Küster als Bräutigam herschickt. Aha, ja, das hätte man wohl 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Die Stelle bekommen und die Frau geheiratet. Ja. Was für ein Hundeleben. Ein Hexe. Thank you.
Holzrollenstute. Kuzma Jonitsch ist nicht mehr. Er ist einfach so mir nichts, dir nichts. Gestorben. Jetzt stell dir mal vor, du hättest ein Fohlen. Und dieses Fohlen wäre dir der leibliche Sohn. Und dann wäre es gestorben. Das wäre doch schade, oder?